Genau, Lucky. Von da an aus in den Tod fallen. Ist das eine Kunst eigentlich? So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Münzen. Wir wollen aber erstmal da nach oben fahren. Und hier gibt es immer noch das hier. Ich weiß nicht, warum so rum, aber wir können hier dann noch rein. Hier kriegen wir dann auch wieder jede Menge Zeug. Wie gesagt, wir sind jetzt wieder bei 110 Münzen. Das ist machbar auf jeden Fall. Die 300 sind hier sehr, sehr gut machbar. Machbar. So, hier können wir uns wieder umgucken. Mache ich auch. Oh. Sehr schön. Autsch. Zu viel gewollt, zu wenig gekonnt. So. Einmal durchfahren. Dann wieder zurück. Denn wir müssen noch hier lang. Denn wir wissen, dass da hinten immer noch was auf uns wartet. Was Zaubereimäßiges, nämlich ein Diamant. Und ein Diamant gibt 50. Und naja, 50 kann man immer gebrauchen. Guck, jetzt brauchen wir nur noch 100 Münzen. Das ist, ja, das ist machbar. Definitiv machbar. Warum niesen die eigentlich alle? Könnt ihr das mal lassen? Das ist I. Spookaboop. Spookaboop, Alter, ist so doof. So. Die Münzen nehmen wir mit. Hier nehmen wir natürlich das U mit. Wir sind einfach Profi. Absoluter Profi nennt man das. So, ich hoffe, dass wir aber auch... Da hinten müssen wir jetzt noch wieder Spookaboo helfen. Spookaboo. So, aber die Münzen nehmen wir natürlich noch alle mit. So, und fast 300. Es fehlen nur noch 10 Münzen. Aber das ist ja gar kein Problem. So, die Spookaboos kommen hier wieder. Die Hochspringaktionen sind nicht sehr gut. Ich bin gleich tot. Das ist gerade das größte Problem. Wir müssen echt aufpassen jetzt. Ich war auf ihn drauf. Schön. Oh, Mann. Letzten noch. Hatschi. Voll süß. Da oben kriegen wir erst Leben. Und wenn wir jetzt sterben, dann müssen wir nämlich alles nochmal neu machen. Habe ich keinen Bock drauf, deswegen. Oh, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Wir haben die Spookaboos besiegt. Spookaboo. Hey Lady, was ist mit dir los? Ja, komm. Quackelt mich wann anders voll. So, das war die 300er Sternmarke hier. Ohne dass wir diesen komischen Lauf machen mussten. Darauf geht nichts? Okay. Puh, das war knapp. Hey. Ich versuche schon die ganze Nacht, denen zu entkommen. Hilfe.
So, erledigt. Bitte sehr. Darf ich die Münzen noch aufsammeln? Ah, wobei. Du hast es geschafft. Mein Papa lag wohl falsch. Kinder sind also doch unverwundbar. Du bist tot. Kann ich nur sagen. Oh, hier müssen wir wieder... Oh, das ist ja gar kein Problem. Zack. Und den letzten. Zack. Da kriegen wir den Fuchsbau. Weiß nicht, ob ich mich sehr darüber freuen sollte, dass wir jetzt den Fuchsbau bekommen, weil ich echt Schiss vor diesen Dingern habe. Weil das sind die, die uns am meisten Probleme verschaffen. Diese Fuchsbau-Dinger. Und wenn wir das jetzt nochmal machen dürfen... Oh Gott. Bitte nicht sterben oder so. Wir dürfen nur nicht zu oft sterben. Wir dürfen eigentlich gar nicht sterben. Spookaboo. Oh Gott. Er hat uns die Seele geraubt. Aber es macht nichts. Denn wir haben es geschafft. Er hat uns zwar die Seele geraubt, aber wir haben es trotzdem geschafft. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch Lucky und dann das Level beenden. Dann haben wir 4 Kleeblätter gesammelt. Geil. Und dann sind es nur noch 16 Stück bis 80. 80. Das schaffen wir. Und dann heißt es Endboss. Endboss incoming. Und dann wird es ja wieder leicht, der Endboss. Sehr schön, das haben wir auch geschafft. Oh Gott, wir müssen das Level unbedingt abschließen. Danke. Wir müssen da hoch. Wie kommen wir da hoch? Wir müssen da hoch. Guck mal, da oben ist nämlich das K da. Oh, warte mal, da kommen wir gleich hin. Da kommen wir gleich hin. Aber wenn da das K ist, dann fehlt uns das C, oder? Oh, das war knapp. Uns fehlt trotzdem das C. Verflucht, wo ist das C? Verdammt. Wer hat das C geklaut? So, die Münzen brauchen wir hier sowieso nicht mehr einsammeln. Leben brauchen wir auch nicht. Da ist das Y. Oh, hatten wir doch das? Wollten wir das Ziel? Ah, das Ziel. Ja, ja, stimmt. Au, verdammt. Sehr geil, Alter. Gleich beim ersten Mal das hier durchgezogen. Checkpoint. Das letzte Mal kämpfen. Und dann haben wir das. Die Münzen sind uns völlig egal. Und dann haben wir das. Ich glaube, da ist jemand, Lucky. Toll. Okay, die Spookaboos greifen an. Ist aber bis jetzt nicht so schlimm. Weil wir sie sehr gut bekommen. Hey, ich war auf deinen Kopf drauf. Zack, erledigt. Sehr schön, nochmal 6 Spookaboos besiegt. Ja, ich nenne sie Spookaboos. Die Familie ist wieder vereint. Vielen Dank für deine Hilfe, Lucky. Oh ja, die Familie ist vereint. Okay, das Level haben wir schon mal erstmal zu 100% abgeschlossen. Sehr nice. Genau so muss es weiterlaufen. Erstmal schön zu 100% abgeschlossen im ersten Lauf. Also ja, im ersten Lauf. Wir belassen es dabei, dass es im ersten Lauf war. Ich will nichts anderes hören. Im ersten Lauf. Wehe, da steht was anderes in den Kommentaren. Erster Lauf. Fertig. Sehr geil. Alles geschafft. Da bin ich gerade ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen stolz drauf. Oh, da sind wieder diese Hoppeldinger. Oha. Oh, das sind doch nicht etwa Rätsel, oder? Ein Licht geht auf. Oh nein, das sind doch nicht etwa Rätseldinger, ne? Rätseldinger wären jetzt echt anti-rätselhaft. Wobei ich Bock habe auch auf Rätsel. Ich müsste nochmal das andere Rätsel machen. Es tut mir leid, aber ich habe es mir noch nicht... Ich hab hier gerade die Seite nicht auf, wo die Beschreibung dazu steht, da, was ja in den Kommentaren stand.
Wo ist denn das aufgeploppt, der? Der Schnuff, Schnuff. Ich mag die Musik. Die Musik hat gerade Stil. Okay, gehen wir nur wieder ganz zurück. Die Musik hat gerade auf jeden Fall ein bisschen Stil. Ich mag das. Ich weiß aber immer noch nicht, was diese blöden Münzen hier jetzt bringen. So, da geht ein Licht geht auf. Ach, da hinten. Sehr schön. Geh weg, Frosch. Kröte oder wie auch immer. Hallo. Hallo, Krokodile. Oh, die lauschen auch der Musik. Ach, die sind so süß, die Krokodile. So, mal sehen. Ist das der Rätselmeister oder ist das was anderes? Oh Gott, oh Gott. Ich habe Angst. Ich habe auf jeden Fall Angst. Große Angst. Komm schon. Oh, es ist... Ach, das ist das hier. Schön. Das kennt ihr ja auch gar nicht. Fuck, der Miniaturisierungskurs erhält heute eine dir bisher unbekannte Todesfalle. Das ist so ein kleiner... Ich glaube, das kennt ihr nicht, weil die Aufnahme da ja kaputt gegangen ist. Das ist so eine kleine... Ja... Wie soll ich sagen? Sowas hier. Weißt du, und wir müssen dann so ein bisschen bewegen. Wir müssen alle Münzen sammeln. Nein. Vorsicht mit den Stacheln. Oh, die Stacheln tun uns weh. Nein! Ah, verdammt! Ah, das ist schwierig. Das ist schon schwieriger. Jetzt verheizen wir unsere ganzen Leben. Das ist auch gut. Nee, da müssen wir halt wieder so ein bisschen herumspielern. Zack. Ein bisschen das Brett so bewegen, dass das Lucky in die Richtung kippt halt. Mist, ich habe die Stacheln nicht berührt. Das kriegen wir auf jeden Fall immer hin. Wie man sieht, wir schaffen das. Sind wir in die Stacheln gefahren? Hä? Da waren keine Stacheln. Schön langsam. Wir haben nur noch ein bisschen Leben. So, und raus hier. Aus der Stachelwelt. Und wir haben sie geschafft. Sehr nice. War zwar ein bisschen stachelig, aber... Wir haben die Miniaturisierer-Heit geschafft. Hä? Dein Glücksquotienten ist unglaublich. Das ändert alles. Ich muss neue Berechnungen anstellen. Dankeschön. Wiedersehen. Dankeschön. Gut, es gibt ein Kleeblatt, das ist gut. Mal sehen, wie viele Dinger da noch kommen. Vielleicht kommen noch zwei oder drei Dinger und wir schaffen die alle. Und das heißt, dass wir drei Kleeblätter kriegen. Das wäre sehr nice. Das wäre sehr angenehm. Mein 99 ist das Maximum. Also eigentlich müssten wir gut durchkommen mit 80. Eigentlich müssten wir gut an die 80 rankommen. So, auf in die nächste. Wir brauchen nur noch 15 Kleeblätter für den Endboss. Und haben vielleicht noch drei, vier Dinger vor uns. Jeweils vier Kleeblätter. Wenn es drei Dinger sind, dann sind wir bei 12. Doch, das kriegen wir hin. Wenn die Level so einfach bleiben, wie das gerade eben einfach war. Weil da war das echt ein bisschen einfach. Bisher war alles nur eine Aufwärmübung. Der Parcours heute stellt deine Reflexe und dein Glück auf die Probe. Scheiße, ich habe keine Reflexe. Oh Gott, Reflexe. Ich weiß noch nicht mal, wie man das Wort schreibt. Reflex. Okay, jetzt erstmal gucken. Fahren wir erstmal hier die Runde. Achso. Ach, jetzt seh ich erst. Hui. Okay.
Jetzt sehe ich erst, dass es... Mist, bin ich wieder runtergefallen. Aber macht nichts. Hat gar nichts ausgemacht. Also ich will mich da eigentlich nicht hochschießen lassen. Wobei wir voraussichtlich uns da hochschießen lassen müssen. Aber noch will ich nicht. Nein! Ah, fuck. Das war zu schnell. Das war... Nein! Ah, Mann! Lucky! Lucky, Lucky, Lucky! Chili, Chili, Chili! Nagi, Nagi, Nagi! Vor allem, weil ich mich gerade hinten eigentlich an die Wand gedrängt habe. Ja, nur noch ein Leben. Ein Herz. So. Ja, nein. Oh, das war fies. Auf einmal kippte alles. Oh, Mann. Okay, wir schaffen es aber. Wir schaffen es auf jeden Fall. Wir müssen also, Lucky. Okay, da können wir gleich wieder neu starten. Komm, ich fahre uns gleich in den Tod. So, weil der ist gleich einfach umgekehrt. Der ist gleich. Ihr habt noch nie mal irgendwas bewegt. Der ist gleich in die Stacheln gerollt. Der wollte nicht. Der ist gleich in die Stacheln gerollt. Ich kann aber auch mit den Controllern nicht so gut lenken. Wäre das jetzt natürlich, Maustastatur oder sowas, dann wäre das für mich natürlich noch wesentlich... Ich habe die Stacheln nicht berührt. Komm. Erzähl mir nichts. Erzähl mir nicht so einen Scheiß. Ich habe die Stacheln nicht berührt. Fertig, Ende. Es lässt sich so schwer kippen, das Brett. Komm. Und ich lass uns da liegen. Habe ich hier gerade wirklich Probleme mit dem Mist? Dabei ist es gar nicht schwer. Also wirklich nicht, aber das Gekippe macht einen total kirre. Besonders, ich berühre das Ding nicht. Das ist halt das Übelste. Vielleicht muss ich ein bisschen anders vorgehen. Vielleicht darf ich nicht so viel aufeinander bubbeln. Vielleicht muss ich ihn einfach rollen lassen. Vielleicht scheint das intelligenter zu sein. Ihn immer schön langsam durchtreiben. Ich kann mit Controller nicht steuern. Weil wenn ich nach links drücke... Ja. Habt ihr ja gesehen, was passiert. Eine kleine unachtsam... Ey, komm, das zählt nicht. Oh Mensch, das zählt nicht, Jüngchen. Also wirklich nicht. Das war fies. Das zählt nicht. Wie ich einfach noch nicht mal in den Stacheln drinne war, ey. Aber jetzt sind hier zum Glück nicht mehr so viele Stacheln. Ergo. Wir haben es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Puh. Sehr schön. War ein bisschen knapper geworden, aber wir haben es trotzdem geschafft. Die Daten sind unbestreitbar. Du hast alle unmöglichen Todeslabyrinthe gemeistert. Nun frage ich mich, ob man dein Glück womöglich extrahieren kann. Vielleicht lässt es sich für einen Todesstrahl oder so nutzen. Hm. Ein Todesstrahl aus Glück. Klar, hat jeder von gehört. Oh, nur noch ein Kleeblatt? Das war das letzte? Habe ich es richtig verstanden? Das wäre traurig. Das wäre richtig traurig.